Ist es möglich, im Rahmen des Unterrichts jetzt über Facebook ein Experiment zu starten, um zum Beispiel zu sehen, wie eine größere Community auf etwas reagiert? Als Beispiel, Sie haben im Unterricht ein Werbevideo erstellt oder ein Werbeplakat kreiert und möchten das jetzt öffentlich zugänglich machen, um die Reaktionen darauf festzustellen, Kommentare oder Likes. Ist es möglich, das in einen Facebook-Account einzupflegen? Grundsätzlich ja. Das macht pädagogisch ja auch Sinn. Ganz besonders, wenn ich diese Schüler also das auch lehren will. Wie gehe ich denn mit den sozialen Medien um? Das gehört ja nun mal zu unserem Leben dazu. Wir können uns ja nicht komplett herausziehen. Das heißt, ja, es macht sogar also pädagogisch absolut Sinn und das muss möglich gemacht werden. Aber da sollte man sich vorher absichern, anhand von Einverständniserklärungen natürlich und auch mit ganz viel Information an die Schüler, dass die nicht denken, ja toll, unser Lehrer ist auch bei Facebook und wir machen das jetzt alle, sondern dass ganz klar ist, es ist ein wunderbares Marketinginstrument, ja. Facebook. Ich denke, wir sprechen hier von einer Fanseite zum Beispiel, ne? Genau. Aber es ist unklar, wie die Daten erhoben werden, wer sie noch bekommt, welche Dritten da Zugriff haben, wie da Persönlichkeitsprofile oder Werbeprofile erstellt werden. Das ist unklar. Und mit diesem Wissen sollte man, finde ich, ist ganz wichtig, in Zukunft auch umgehen. Eine kurze Sache dazu noch. Da herrscht tatsächlich aktuell ein Streit in Europa. Es ist nämlich nicht klar, wer trägt die Verantwortung für diese Fanpages bei Facebook. Denn es ist tatsächlich so, dass unter Umständen, es gibt keine Rechtsprechung, aber unter Umständen könnte der Fanpage-Betreiber gleichzeitig mit Facebook selber für Datenvergehen haften, die Facebook begangen hat. Also es ist noch nicht geklärt und daher ist es momentan nicht unbedingt empfehlenswert, wobei es nach wie vor, kann ich nur noch mal bestärken, dass es pädagogisch natürlich sinnvoll damit umzugehen.